und herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute das Thema explosive konzentrische Bewegungsabläufe. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ganz einfach. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, im Krafttraining seine Bewegung auszuführen. Es gibt die langsame Bewegung, es gibt die etwas schnellere Bewegung, also konzentrisches Bankdrücken, das hier. Das ist die konzentrische Bewegung, der konzentrische Bewegungsablauf. Das Nachlassende ist der exzentrische. So, da gibt es natürlich die Möglichkeit, sollte man immer den exzentrischen Bewegungsablauf etwas langsamer ausführen. Stopp, Anhalt. Und den konzentrischen kann man etwas schneller ausführen und kann den konzentrischen Bewegungsablauf auch explosiv gestalten. Bis zu einer gewissen Gewichtsbelastung, zu maximal hohe Gewichte geht explosiv nicht mehr. Zumindest funktioniert, dass die Bewegung dann schnell ausgeführt wird. Es geht nur bis zu einer gewissen Gewichtsbelastung. Und das kann man machen. Explosive, kontrollierte, die Betonung liegt auf kontrollierte Bewegungsabläufe, sind möglich. Das kann im Muskelaufbau helfen. Ja. Und zwar, es gibt, glaube ich, sogar Studien, die belegen, dass der explosive, konzentrische Bewegungsablauf Vorteile hat, weil man natürlich durch die Explosivität mehr Muskelfaserbündel gleichzeitig anschaltet und somit in der Bewegung mehr Muskelfaserbündel beinhaltet. Das heißt, mehr Muskelfasern an der Bewegung beteiligt sind und somit gibt es eine erhöhte mechanische Belastung an mehr Muskelfasern, was unterm Strich natürlich auch, wenn alles gut läuft, mehr Muskelvolumen geben kann. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt das wieder das Aber wie immer. Kontrollierte, explosive Bewegungsabläufe kann nicht jeder. Warum? Weil sie nicht kontrolliert sind. Dazu gehört schon, dass man eine gewisse Erfahrung mit sich bringt im Bereich des Kraftsportes. Das kann man als Anfänger nicht machen. Das sollte man erstens mal eine gute Bewegungskoordination mitbringen, ein gutes Körpergefühl und das erlernt man halt nicht in 3, 4, 5 Wochen. Ich sehe es zwischenzeitlich auch, dass eben dieser explosive Bewegungsablauf im konzentrischen Bereich oft gemacht wird. Nur sehe ich dann Leute, die das völlig unkontrolliert machen. Unkontrolliert heißt, dass das Ganze so aussieht, anstatt so. Der explosive kontrollierte Bewegungsablauf, der kommt schon auch aus dem Kraftsportbereich und zwar spezifisch wieder angewendet bei Kugelstoßern zum Beispiel, bei Speerwerfern zum Beispiel, die arbeiten sicherlich damit, weil sie natürlich eben hier die Kugel und das Speer maximal weit feuern müssen und umso mehr Muskelfaserbündel hier mit drin sind, umso mehr angespannt werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding weit fliegt. Und somit hat das seine Daseinsberechtigung. Aber, nochmal das Aber, es gibt keinen Beleg dafür, dass genau du mit der explosiven Bewegungsausführung Erfolg hast. Weil nicht jedem liegt das und nicht jeder kann das kontrolliert ausführen. Wer explosive Bewegungsabläufe, konzentrische Bewegungsabläufe explosiv ausführt und das Ganze noch unkontrolliert, da geht natürlich auch die Gefahr, auf die Gefahr ein, dass Gelenke, dass Anteile des Gelenks überlastet werden können. So, und da haben wir das Problem. Deswegen ist auch hier ganz klar, gibt es keine Empfehlung, sondern das wäre für mich wieder eine pauschale Aussage zu sagen, explosive konzentrische Bewegungsabläufe sind für jeden gut. Das stimmt so nicht. Aus zwei Gründen. Erstmal muss ich es können. Und zweitens muss es mir liegen. Es gibt Menschen, die können mit explosiven konzentrischen Bewegungsablauf nichts anfangen. So, und die können natürlich auch, die müssen auch nicht diese explosiven Bewegungsausführungen ausführen, sondern die können auch normal trainieren. Auch hier gibt es Menschen, die maximal viel Erfolg haben. Was der Vorteil ist bei explosiven kontrollierten Bewegungsabläufen, ist, dass ich mit weniger Aufwand mehr erreichen kann. Das heißt, ich kann meine Trainingseinheiten verkürzen, weil ich einfach mehr Muskelfaserbündel belaste. So, und da ist ein Vorteil, dass ich mich schneller regenerieren kann. So, das wäre jetzt ein Vorteil. Ob es für euch interessant ist, ob es euch was bringt, das hängt natürlich davon ab, ob ich es ausprobiere. Vom Hörensagen nützt es relativ wenig. Aber wie gesagt, denkt dran, ihr braucht einen guten Trainer außenrum,
na, der euch ein bisschen auf die Finger schaut, was ihr da tut, ob die konzentrischen Bewegungsabläufe exklusiv auch kontrolliert ausgeführt werden, nicht unkontrolliert. Und zweitens könnt ihr auch selbst beurteilen, wie es euch geht. Wenn ihr nach exklusiven Bewegungsausführungen also nicht Muskelschmerzen habt, sondern Gelenkschmerzen, sowas spürt man. Natürlich braucht man auch wieder ein bisschen Erfahrung, um zu unterscheiden, was ist ein Gelenkschmerz, was ist ein Muskelschmerz. Dann ist es sicherlich nicht förderlich, beziehungsweise auch hier wieder, ich kann das nicht innerhalb von einer Trainingseinheit bestimmen, ob diese explosive konzentrischen Bewegungsabläufe gut für mich sind. Da muss ich schon mehr Trainingseinheiten machen. Also hilft auch hier nichts anderes wie einfach probieren, geht über studieren und bitte, wenn ihr damit anfangt, dann fangt am besten mit kleinen Gewichten an. Kleinere, nicht kleinsten Gewichten, sondern kleiner Gewicht, wie ihr gewohnt seid. Wenn ihr euer 8 Wiederholungen oder 10 Wiederholungen macht, mit kleineren Gewichten diese explosive konzentrischen Bewegungsabläufe zu üben. Führt es aus, probiert es aus. Probiert mal, wie es euch geht dabei, wie ihr euch fühlt dabei, wenn ihr euch gut dabei fühlt. Wenn ein Trainer dabei ist, der eine Ahnung hat und sagt, das sieht gut aus, weitermachen, dann könnt ihr das ruhig mal mit in eure Trainingsplanung einfließen lassen. Das war's schon. Ich hoffe, dass ihr ein paar schöne Infos bekommen habt zum Thema explosive, kontrollierte Bewegungsabläufe. Ich verbleibe mit den besten Grüßen. Personal Andreas Lienbacher aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.